Hallo ihr da draußen und Dankeschön fürs Einschalten. Heute gibt es nochmal eine leckere Pizza-Variation, die ihr vielleicht schon in der Überschrift gelesen habt. Und das Ganze mache ich mit einer kleinen Gewürzmischung mit ein bisschen Rosmarin, Pfeffer und Salz. Also gar nichts Großartiges. Dazu brauchen wir natürlich Zwiebeln und Hackfleisch. Und das Rosmarin entfaltet dann nachher in der Pfanne und auf der Pizza ein super Aroma. Solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Ist mir auch erst letztens vor 2-3 Wochen eingefallen. Ich hatte noch ein bisschen Rosmarin da. Den gebe ich dann getrocknet in einen Mörser rein. Dann mische ich das Ganze mit dem groben Salz und mit dem Pfeffer und dann geht es dann nachher zum Hackfleisch in die Pfanne. Lass es ein bisschen abkühlen und serviere das dann über der Pizza und dann geht es ab in den Backofen. Für das Hackfleisch brauchen wir jetzt erst etwas Öl in der Pfanne und während die schon mal heiß wird, würfeln wir eine Zwiebel ganz fein. Jetzt nehmen wir das Hackfleisch, zerteilen das in kleine Stücke und braten es in der Pfanne richtig schön scharf an. Und dann nehmen wir einen Pfannenwender, machen das Hackfleisch ein bisschen kleiner, denn so große Stücke brauchen wir nicht. Und wenn alles schön kross ist, geben wir dann unsere geschnittenen Zwiebeln dazu. Jetzt den Herd etwas kleiner stellen und die Zwiebeln schon mal gut untermischen. Im nächsten Schritt habe ich hier einen Mörser, da habe ich getrockneten Rosmarin, Pfeffer und Salz. Und den zerkleinere ich dann schön. Ihr könnt natürlich auch den Rosmarin vorher hacken und den Pfeffer durch die Pfeffermühle jagen. Aber ich finde, hier passt der Mörser einfach super gut dazu. Und wenn das Ganze dann schön getrocknet ist, kann man es auch leichter zerkleinern. Und ungefähr so sollte es dann nachher aussehen. Dann geben wir jetzt die Gewürzmischung über das Hackfleisch. Wir mischen das Ganze nochmal kurz unter. Und danach lassen wir das Hackfleisch erstmal kurz abkühlen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Soße, die wir hier verteilen. Die Videos dazu habe ich ja schon mal gemacht. Einfach nochmal anklicken, wenn ihr die nochmal braucht für das Grundrezept. Und danach einfach das Hackfleisch über den Teig mit der Soße verteilen. Jetzt kommt noch eine Mischung aus Gouda und Emmentaler darüber, natürlich gerieben. Und das Ganze verschwindet dann so lange im Backofen, bis es schön goldbraun ist. Jetzt das Ganze noch schneiden und haps, ist es auch schon wieder weg. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Wie immer hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ja, kocht auf jeden Fall nach und schreibt in die Kommentare, was vielleicht eure Lieblingspizza ist. Und wie immer könnt ihr natürlich hier und da weiter Videos schauen. Und schaut auch mal bei Facebook vorbei, da habe ich jetzt einen Newsletter eingeführt. Könnt ihr euch gerne anmelden, da werde ich hin und wieder mal ein paar Infos preisgeben und euch unterrichten, was mir gerade so einfällt, was mir so auf der Seele liegt. Also anmelden unbedingt. Und ja, ich wünsche euch schon mal auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ist ja das letzte Video vor 2014. Und ich wünsche euch schon mal guten Appetit und wie gesagt einen guten Rutsch. Bis ins nächste Jahr. Tschö.